Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World of Tanks. Und zwar müsste das Part 47 sein oder so. Das letzte Mal, als ich aufgenommen habe, lag ich ja voll daneben. Ich würde sagen, wir fahren heute mal eine kleine Runde mit dem Excelsior, einem britischen Medium Tank der Tierstufe 5. Agiert auf T5 ziemlich gut, hat eine nette Geschwindigkeit, also relativ fix unterwegs das Teil. Ja, typisch britische Panzer, eigentlich eine ziemlich starke Frontpanzerung. Ach, ist ja gar kein Medium, ist ein Heavy. Pardon, pardon, mein Fehler. Habe ich Heavy gesagt oder habe ich Medium gesagt? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich es richtig gesagt. Und zwar heute kurz vor Patch 8.7. Also ich erwarte die nächsten Tage den Patch 8.7. Ich bin mal gespannt. Den Excelsior würde ich mehr wie einen Medium spielen, weniger wie einen Heavy Tank, auch wenn es halt, ja, eigentlich ein Heavy Tank ist. Aber er ist sehr agil und relativ fix, von daher kann man den eigentlich, und er hat nicht so eine krasse Gun, von daher kann man ihn eigentlich auch ganz gut als Medium spielen. Ich werde mal kurz gucken, wo die meisten langfahren. Da unten, wir haben gar keine wirklichen, der KV-1 ist natürlich ein super guter Typ. Ich bin wieder total ein Pappnasen, der will natürlich hier oben hinfahren, da unten brauchen wir ja natürlich kein Heavy. Meine Fresse, einmal mit Profis und dann achte auch nicht drauf, wo du hinfährst. Ich sehe es jetzt schon, das Spiel wird ein Horror. Mit solchen Leuten. Der T14? Wo ist der? Oh, steht auf keiner Basis rum. Natürlich, warum nicht, warum nicht. Gut, Planänderung. Dann fahre ich den doch mal als Heavy hier unten auf die Linie und... Macht ihr denn da? Seid ihr bescheuert? What the fuck? Machen die da? Oh, er brennt gleich. Machen die denn da? Meine Fresse. So Hallo, kommt da weg jetzt. Oh Gott, nein. T5, ey, da hast du echt immer mal wieder so ein Erlebnis, wo du gegen absolute Vollpfosten spielst. Immer wieder herrlich. Oh. Kommen die hier vor? Oh, der war schlecht. Oh, jetzt steht aber gut. Und der durchschlägt mich sowieso nicht an der Front. Der schießt total falsch. Na, komm vor. Na, komm vor. Put, 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 liebe SU. Komm vor. Sogar eine SU-85. Oh, meine Gun ist kaputt. Nein. Nein. Nicht auch noch auf dem Britenpanzer die Gun im Eimer. Jetzt fährt er gerade weg. Bäm, Artillerie. Guten Morgen. Wir haben hier so ein paar Wracks. Das ist eine Matilda, das ist auch noch ein KV-1. KV-1 kann ich nicht durchschlagen. Never mind. Nie im Leben. Ich muss hier irgendwo mal versuchen, dass ich hier vorbeikomme. Okay. Ist okay, ist okay. Den Treffer fange ich mir. Den Treffer fange ich mir. Matilda. Oh mein Gott. Meine Kette ist im Eimer. Ich weiß nicht, was da gerade auf mich schießt. KV-1, Alter, hilf mir doch da unten, du T14. Was ist denn los mit dir? M37 hat mich getroffen. Ich werde mir meinen Driver mal zurückholen. Und weg hier, weg hier, weg hier. Ich stand auch ein bisschen blöd. Der hat mich echt doof getrackt, muss ich sagen. An der Stelle. Ich glaube, der M37, die AT hat sogar zwei Schüsse auf mich geben können. Die müsste aber im Eimer sein. Hier ist kaputt. Sehr gut. Leute, T34, du kannst ruhig vorfahren. Wenn er einmal geschossen hat, dann werde ich mal durchziehen. Der Hetzer hat auf mich geschossen. Okay. Jetzt werde ich mal versuchen, ein bisschen...
aggressiver vorzufahren, würde ich gerade sagen. Ja, da brauche ich nicht versuchen, dass ich den irgendwie durchschlage. Gut, das war's. Nur noch ein Hetzer da. 877 Schaden im T5-Match. Bin ich ganz zufrieden mit bis jetzt. Dafür, dass die Gun von dem nicht so prall ist. Beziehungsweise eigentlich ist es schon ganz cool. Das ist ein netter, die Pfünder von den Briten, die haben halt eine unheimlich schnelle Schussgeschwindigkeit. Daher haben sie eine ziemlich hohe DPM. Einen sehr niedrigen Durchschlag. Gegen T5 geht das schon ganz gut. Gegen den KV-1, wie gesagt, das habt ihr gerade selbst miterlebt. Da beschädigt teilweise nicht mal die Ketten, warum auch immer. Beziehungsweise ich habe es gerade versucht. Wahrscheinlich ein bisschen schlecht getroffen. Aber ein T5er KV-1 zu durchschlagen, das ist nicht ganz simpel. Das ist nicht ganz einfach. Ansonsten ist T5 eigentlich eher weniger ein Problem. Oh, mit dem hatte ich noch nicht mal den Second Class Badge. Top EP eingefahren. Was habe ich noch bekommen? Steel Wall. Können wir mal kurz gucken. Eieiei. 21 Hits received. 13 sind tatsächlich durchgegangen, aber nur 8 Non-Penetrations. 2450 Potential Damage. Potential Damage. Ich habe noch nicht mal eine 100% Crew auf dem drauf. In dem würde ich auch tatsächlich einen Medium Tank Rammer reinbauen. Das können wir eigentlich sogar mal machen. Die 200.000 gönne ich mir da. Und ich würde sagen, wir fahren nochmal eine Runde mit dem. Ich gucke mal die Tarnung an. Milchkuh? Nee. Sehen jetzt alle nicht so besonders aus. Bei den Briten. Deswegen habe ich auf dem auch noch keine drauf. Jetzt erinnere ich mich. Eine Runde geht noch mit dem Excelsior. Schon wieder eine etwas schwierige Runde. Churchill. Brauche ich nicht mal dran denken. Da muss ich wirklich echt die Weak Spots anzielen und mit der unpräzisen Gun. Beziehungsweise wenn mir da wieder die Gun kaputt geht oder der Gunner oder irgendwas in der Richtung, dass ich unpräzise bin. Ja, dann kann ich es schon vergessen. Ich werde mal wieder gucken, wo die meisten hinfahren. Tendenziell würde ich mit dem jetzt links nach oben düsen. Aber eventuell ist die Stadt auch gar nicht so eine schlechte Idee. Gucken wir mal, wo die meisten hinfahren. Be my lovers. Was haben die denn im Team? Die haben ja an dem einen Churchill. Und Churchill 3 haben sie noch. Selbst Churchill 3 ist schwierig. Oh, so viele Heavies. Fuck, das ist ja eine Albtraumrunde. Okay, wir fahren in die Stadt. Der Churchill dreht sich da auch. KV-1 kommt hier mit. Ein T-49 kommt hier mit. Ja, einen hätte ich ganz gerne hier noch. Wir könnten noch was für die Stadt gebrauchen. Ja, super. T-49 sagt Affirmative. Und da oben gehen die in Lemming Train. Sind einfach viel zu viele. Wir sind zu dritt in der Stadt. Dieser Lemming Train, ey, das ist unglaublich. Oh, ich hasse so einen Idioten. Mann, hey, es gibt in World of Tanks so viele Vollspacken, die einfach so schlecht sind, dass es nicht mehr feierlich ist. Ja, super. Ich werde mich jetzt relativ defensive Position begeben. Ja, ich werde da jetzt nicht weiter vorfahren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Oh Mann, dieses Team. Aber die da unten Lemmingen auch, glaube ich. Ich sehe da auf jeden Fall drei Leute mindestens. Zwei in der Mitte, drei in der Mitte. Da oben haben wir jetzt eine T-34-85. Oh, fuck it.
Der holt schon den T49 weg. Ich versuche mal, dem zu helfen. Na, komm noch vor. Jetzt fährt er nämlich gerade weg. Okay, das war's mit ihm. Das war's mit dem T-34. Irgendwie scheinen von denen auch nicht allzu viele in der Stadt zu sein. Ich lasse den KV da einfach trotzdem mal vorfahren. Der hält dann doch etwas mehr aus als ich. Zumindest hat er eine allumfassend eine etwas bessere Panzerung. Mal kurz da oben aufpassen, dass da niemand langfährt. Okay, dann folge ich dem mal. Churchill 3 und ARL, die könnten beide in die Stadt kommen. Aber ansonsten scheinen die auch ziemlich zu lemmingen. Also in der Stadt war gar keiner. Wären jetzt mehr von denen in die Stadt gefahren, dann wären wir voll am Eimer gewesen. Die hätten hier so schnell durchbrechen können. Aber scheinbar campen da unten welche auf der Farm. Scheint ja, entweder ist der AL. Lass mir die Seite da. Ah, keine Chance. Der greift mich an. Da ist der besser. Versuch mal den zu umfahren. Ich fahre mal oben rum. Ich weiß nicht, wo der AL jetzt gerade steht. Der KV-1 wird es schon gegen den Churchill schaffen. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass der Churchill den KV-1 besiegt. Ja. Da ist er raus. Okay, fahren wir mal oben rum. Nicht, dass der ARL uns von hinten überrascht. So vital ist der KV-1 auch nicht mehr. Der hat noch 145. So. Ich hätte echt gedacht, dass sie das da verkacken. Es ist immer das Problem, wenn da ein Lemming-Train auf der einen Seite ist und das Gegnerteam anständig spielt und sich ordentlich aufteilt, dann können sie auf der einen Seite den Lemming-Train so weit aufhalten, weil die rücken ja da meistens auch nicht vor, die sind ja dann sich zu fein dafür. Die bleiben ja dann die ganze Zeit stehen, weil sie irgendwie Angst haben. Oh, KV-1S. Schön von hinten einen reindrücken. Diese massive Anti-Zeit bei dem. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Die Tatsache, dass ich ihm einfach keinen Schaden mache. Ich fahre mal weiter vor. Mit dem AL, mit dem Excelsior kann man auch ganz gut aus der Fahrt herausschießen. Halbwegs. Ist auch ganz nett, also man kann mit dem ordentlich vorrücken. Und trifft trotzdem noch was. Ah, da treffe ich doch nichts. Der ging nicht durch. Nee. Der ging nicht durch. Wenn ich vielleicht noch seine Luke da oben treffe. Nee, nee, nee. KV-1S kann ich auch nicht durchschlagen. Ja, jetzt mit dem Excelsior in einem Match gegen so viele T6er. Ziemlich schwierig, beziehungsweise viele Sechser und Heavys. Ich meine, ich hätte im Endeffekt nur gegen ein paar, eine Handvoll Tanks da ordentlich eine Chance gehabt. Den T-34 konnte ich schon ganz gut beschäftigen, dafür, dass es ein T-6er war. Demnach ist unsere Platzierung in dem Match auch nicht allzu prall gewesen. Aber trotzdem gewonnen, das ist doch immerhin ganz schön. Und das war's soweit von der Folge. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, euer Rio, ciao.